Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute wie jeden Morgen wieder den neuen Fortnite-Shop. Heute also wieder auch in einer Live-Reaction. Außerdem schaut heute unbedingt mal nach, ob ihr noch einen Creator eingetragen habt. Und wenn, dann tragt gerne dort Snoxy ein, wenn ihr mich supporten wollt dafür, dass ich hier jeden Morgen aufstehe und euch den neuen Shop zeige. Und dann schauen wir jetzt mal, was so Neues in den Shop kommt. Und oh yes, er ist da! Nice! Vielleicht bald mein neuer Lieblingsskin. Die stachelige Streiterin für 800 V-Bucks ist da. Und auch ihre Kaktushacke. Und die Beltepaar-Stufen sind zum ersten Mal wieder drin. Och, Lutzus. Leute, die Geschenkfunktion ist wieder da. Och, Lutzus, das wäre doch nicht nötig gewesen. Danke auf jeden Fall für das Geschenk. Schauen wir uns sie auch direkt mal an. Und zwar kostet sie 800 V-Bucks und so schaut sie aus. Und ich finde den Skin einfach nur mega geil. Richtig schmackhafter Skin hier. Mit dem werde ich jetzt in nächster Zeit sehr, sehr häufig spielen. Also, falls ihr den auch haben wollt, ich werde heute wieder 1000 V-Bucks an euch verschenken. Also, wenn ihr die V-Bucks hier haben wollt, einfach nur ein Abo da lassen, also kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken, dem Video hier einen Daumen nach oben geben und dann einen Hashtag Kaktus, unten in die Kommentare schreiben, um hier heute die 1000 V-Bucks für den Skin hier zu bekommen. Ja, auf jeden Fall, ich feiere den Skin sehr, kann also euch auf jeden Fall nur empfehlen. Schauen wir uns jetzt als nächstes den stacheligen Schläger an für 800 V-Bucks. Hören wir uns ihn direkt mal an. Oh. Der Sound ist jetzt nicht ganz so besonders, hört sich leicht anders an, leider aber ohne besonderen Effekt. Ich finde, die Hacke sieht auf jeden Fall mega cool aus. Ich hätte mir gewünscht, dass da noch ein irgendein Spezialeffekt kommt, meinetwegen, dass so Stacheln wegfliegen, wenn man damit schlägt. Irgendwas ein bisschen Specialiges wäre noch ganz nice gewesen, aber ich finde die Hacke vom Design her einfach so cool. Und Leute, hier unten ist noch so ein kleines Rad dran. Die werde ich mir auf jeden Fall jetzt hier selber holen. Wie gesagt, falls ihr heute ein paar V-Bucks braucht, unbedingt teilnehmen, einfach nur abonnieren, Daumen nach oben geben und ein Hashtag Kaktus in die Kommentare schreiben, um heute 1000 V-Bucks zu gewinnen. Und dann kommen wir schon zum nächsten Slot, und zwar haben wir da den Omen-Skin drin für 2000 V-Bucks. Der Backpack passt leider nicht so gut zu so vielen anderen Skins, weil er halt doch eine sehr spezielle Farbe hat. Ansonsten, der Skin ist natürlich schon ziemlich bosshaft. Dann haben wir noch dazu die Hacke, nämlich die Orakel-Hacke für 1200 V-Bucks mit diesem Orb drin. Sound ist leider jetzt auch nicht besonders. Dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Und dann haben wir jetzt die Heilandkriegerin. Ich finde den Backpack eigentlich ganz cool. Mit dem Skin selbst spiele ich eigentlich fast nie. Dann haben wir nochmal den Eindringling. Auch eigentlich ein relativ seltener Skin gewesen. Ich finde das Aussehen, ja, ist jetzt halt mittelmäßig. Ist, finde ich, ein bisschen so ein Meme-Skin. Dann haben wir noch den Lass es regnen. Für 500 V-Bucks. Dann wieder mal die Beltepaar-Stufen drin. Wie immer 10 Stufen plus 500 XP für 600 V-Bucks. Ich denke mal, das wird jetzt für ein paar Tage im Shop bleiben. Geht also wieder los, dass wir hier die Beltepaar-Stufen drin haben. Dann haben wir den bombastischen Emote. Warum habe ich den noch nicht? Ist der neu? Vielleicht habe ich den einfach nicht gekauft in der Zeit, wo Fix mal meine Shop-Videos gemacht hatte. Das könnte es sein. Okay, werde ich mir direkt mal hier holen. Bombastisch. Boah, finde ich jetzt nicht so krass. Das wäre cool gewesen, wenn der Fortbewegung hätte, ne? Das ist ein bisschen schade. Ich finde, diese Fortbewegungsfunktion ist einfach eine richtig geile Sache bei den Emotes. Und dann haben wir noch den Eisbrecher drin für 500 V-Bucks. Schöne kleine Hacke mit diesem Sound. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Falls ihr auch in Zukunft keine neuen Skins mehr verpassen wollt, unbedingt jetzt mal kurz runterscrollen und diese kleine Glocke anklicken. Also erst auf Abonnieren klicken und dann dieses kleine Glockensymbol daneben anklicken, um halt nämlich morgens immer eine Benachrichtigung zu bekommen, was so Neues im Fortnite-Shop drin ist. Lohnt sich also schnell, die Glocke zu aktivieren. Und dann könnt ihr jetzt noch hier draufklicken, um zu meinem Video von gestern zu kommen, über das Live-Event, was gestern Nacht heimlich in Fortnite passiert ist. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, unbedingt mal anschauen. Einfach hier draufklicken. Da erfahrt ihr dann alles und dann würde ich sagen, hören wir uns dort.